vergiftete Kuchen und tödliche Plätzchen. Eine Bazillentorte. Au ja! Verdorbene Makronen. Nicht übel! Torte mit Schlangengel. Klasse! Kirschtorte mit Curare. Lecker! Pudding mit etwas Arsen. Genial! In dem Kessel mit Stechin kochen wir erst Terpentin, darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft, Blut von Fliegen massenhaft, eingeplatztes Spinnenbein. Und dann Wurstersoße rein. Nein. Dann eben nicht. Wenn Arsen am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist, dann zwei Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkitt. Nein, ich nehme doch lieber drei. Dazu passt besonders gut zart gequirltes Möwenblut, eingeschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz. Nein! Warum nicht? Der Rappen in den Topf, Cobra-Gift, wenn's geht vom Kopf, drei Orangen ausgepresst, das gibt jedermann den Rest. Ich gebe doch lieber nur ein Stückchen rein. Und zu aller guter Letzt werden Pillen zugesetzt. Das wär alles, denk ich wohl. Nein, es fehlt noch Vitriol. Nein, oder doch? Also, ich weiß doch, was gut schmeckt. Dieser Pudding mit Arsen kommt den Galliern bös zu stehen. Was frisst morgen früh am Nil die Familie Krokodil? Gallierfleisch! Lappadiedladl, du! Wow! Schön!